Weit ab im Osten der europäischen Erde durchzieht der Dnjepr vom Kriege durchtobtes Land. Wiesen und Wälder scheinen wohl wieder im Frieden zu dämmern. Aber grauenvoll ist, was diese Erde verbirgt. Wo der Wald steil zum Fluss abfällt, erheben sich auf der Höhe mehrere Gebäude. Ausmaß und Größe ihrer Anlagen verraten, dass es sich hier nicht um Bauernkarten handelt. Hier haben die Henker der GPU wilde Orgien mit zusammengetriebenen Frauen gefeiert. Neben diesen Freudenhäusern führt über sandige Waldwege die Zufahrt zum Wäldchen von Katyn. Schlichte Bauern der Gegend gaben durch ihre Meldungen Anlass zum Nachgraben der deutschen Militärbehörden. Nun türmen sich hier gelbe Sandhaufen und unter jung angepflanzten Birken und Föhren, sorgsam verscharrt, fand man zahlreiche Gruben voll Leichen. Hier hauchten über 12.000 polnische Offiziere ihr Leben aus. Gruben von 16 mal 20 Metern wurden die Leichen in 12er Lagen aufgefunden. Wenige Spatenstiche genügen und schon werden übereinander gestapelt wie Tuchballen die Stiefel toter Soldaten sichtbar. Dann werden grauenvoll entstellte Körper und Köpfe freigelegt. In den Luftröhren der Leichen stellte man vielfach Sand fest, ein Anzeichen dafür, dass diese Menschen lebendig begraben wurden. Uniformstücken, Schulterklappen, Koppelzeug erkennt die Nachwelt, um wen es sich handelt. Ermordete Offiziere. Es sind Angehörige aller Dienstgrade der ehemaligen polnischen Armee. Sie wurden seit Jahren von der polnischen Bevölkerung vermisst. Auf Fragen nach ihrem Verbleib hatte Stalin offiziell mitgeteilt, diese Offiziere seien Sowjetbürger geworden. Nun findet man diese angeblichen Sowjetbürger in 20 Meter langen Gruben übereinander gestapelt wieder. Alle Wertsachen der Toten fehlen. Keine Taschenuhren, keine goldenen Eheringe finden sich bei ihnen. Aber diese Gegenstände waren für die Henker der GPU wertlos. Personalpapiere und Fotografien von Frauen und Kindern. Es sind die Unterlagen, nach denen die Ermordeten nun Mann für Mann identifiziert werden. Man kann diese lebensvollen Bilder im Besitz der Toten nur mit Erschütterung ansehen.
liegt General Smorawinski. Hier Angehörige des Sanitätsdienstes, dort ein Feldgeistlicher und daneben hunderte von Offizieren. Bei den Obduktionen der Leichen wurde festgestellt, dass der Tod auf Genickschüsse zurückzuführen ist. Kommissionen aus allen europäischen Ländern, Gerichtsmediziner, Wissenschaftler aus Bulgarien, Dänemark, Italien, der Schweiz, Ungarn und Vertreter des Roten Kreuzes in Genf waren bei den Ausgrabungen und Identifizierungen zugegen. Sie stellten fest, dass hier 12.000 polnische Offiziere im Frühjahr 1940 während der kalten Jahreszeit von der GPU ermordet und im Walde von Katyn verscharrt wurden, um jede Spur von diesem grauenvollen Verbrechen an europäischen Menschen zu verwischen. Der ehemalige polnische Ministerpräsident Professor Koslowski, der einer Delegation angehörte, erklärte, als Pole stehe er erschüttert vor dem Blute seiner ehemaligen Kameraden. Als Mensch müsste man verzweifeln und feststellen, welch furchtbare Folge die Barbarei des bolschewistischen Terrors für jedes Volk habe. Zahlreiche Vertreter der gesamten europäischen Presse nahmen Stellung zu dem grausigen Fund. Angehörige der ehemaligen polnischen Armee, die nach Katyn kamen, sehen mit schreckerfülltem Blick in die Gräber und auf die Reihen der Toten. Sie sehen mit Entsetzen, wie ihre Kameraden, die sich 1939 aus freien Stücken in die Hand der bolschewistischen Machthaber gaben, danach von Stalins Henkern liquidiert worden sind. Die Zahl der hier von den Bolschewisten ermordeten Offiziere ist 11-mal so groß wie die der im Kriege Gefallenen. Damals war es ein offener Kampf, Mann gegen Mann. Hier ein Hinschlachten Wehrloser. Der 72-jährige Bauer Kiselow und andere Einwohner der Umgebung haben Auskunft über das Geheimnis von Katyn und ein Grauen packte die Angehörigen der neutralen Delegation, die diese Aussagen hörten. Durch diesen medizinischen Sachverständigen wurde die Blutschuld der Sowjets festgestellt.